Ja, hallo, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und Endliche. Und beim letzten Mal wollten wir weitermachen mit dem Quest, ja. Und die Gefährten endlich vollenden. Und wir haben da einen Hund, ja. Sir Fauler Sack, ich nenne ihn auch wie immer bei den anderen Let's Plays. Die sehen auch immer so ähnlich aus, finde ich cool. Wir gehen da jetzt einfach rein. Und ja, ich verdrück mich da permanent. Genau da. Wir müssen jetzt Aela nochmal fragen, was da jetzt los ist. Weil schlussendlich ist es mein Auftrag da, einen Gefährten mal als Begleiter zu bekommen. Nicht als einmaligen für den Quest, sondern als permanenten Begleiter. Und wir sind da jetzt, ja, wieder spät des Nächtens unterwegs, ja, verflixt, aber die werden schon herumlaufen und Aela frage ich gleich, ob die noch einen Auftrag hat für uns und wir müssen das einmal zu Ende bringen und dann, da ist sie. Als das Kaiserreich ergab, brachte es Schande über uns alle. Habe ich da jetzt nicht mitgenommen? Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft, Schwester. Diese Feiglinge machen sich schon in die Hosen. Ich denke ja schon, dass sie die Hosen voll haben. Und es gibt auch noch viel zu tun, aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch sehen. Jetzt ich höre gebe aber euch auf. Einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten, aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Was jetzt? Also wir sollen nicht die Unwahrheit sagen, aber auch nicht die Wahrheit. Wo ist denn der jetzt? Kotlak. Müssen wir das jetzt erst einloggen hier? Da, klar, müssen wir erst einloggen, den Scheiß. Ja, gut. So, und? Wo ist er? Er ist sicher da unten. Der hat ja auch nichts anderes zu tun, ne? Also ohne Adronaren sind wir jetzt hier schon zu dritt unterwegs. Wir gründen eine Armee, ne? Des freien Geistes, denke ich mal. Ein Hund, ein Elf, eine Nordfrau, ja? Eine Eisige. Ja? Aber du bist schon ein bisschen laut, das möchte ich schon noch sagen, also von wegen Schleichangriffen und so. So, Kotlak weiß meine. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, gern. Ja, Jüngling. Setzt euch. Ja, dann setzen wir uns mal. Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ela und ich arbeiten daran, was kannst du tun? Ja, rächen. Ich arbeite für die Ehre der Gefährten, ja, Eure Herzen sind voller Trauer. Aber wie? Und auch mein eigenes beweint Skjors Verlust. Will Doch ich sein ja. Tod wurde vor langer Zeit gerecht. Ihr habt mehr Leben genommen, als es die Ehre verlangte. Der Kreislauf der Vergeltung mag noch eine Weile in Bewegung bleiben. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Ne? Skjör meinte, es sei ein Segen, hier Kienses. Williger sagte, dass die alten Gefährten mit dem Fluch belegt waren. Ja. Boah, was soll ich da jetzt tun? Wir nehmen das erste. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Und wie lautet die Wahrheit, alter Fuchs? Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hesina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Aha.
Und Sie sind zu Werwölfen geworden? Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Aber seid ihr jetzt nicht mächtiger? Was sollte die Hexen zur Strecke bringen, um ihre Gaunereien ein für alle Mal ein Ende zu setzen? Mächtiger? Die Hexen haben selbstverständlich nicht gelogen. Aber es geht um mehr als nur um unsere Körper. Ja. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sondern? Sie dringt auch in den Geist ein. Oh, das ist Nach dem Tod beansprucht Hersine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Ja, cool, das finde ich auch. Könnt ihr euch selbst heilen? Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Die werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Ja, Alter, das klingt ja cool, aber ich allein, wir sind ja ein ganzer Haufen, ne? Und permanent Angriff. Tausende von, Schmarrn. Soll ich das allein machen? Diesmal habt ihr keinen Schildbruder. Doch Iskramors Geist wird euch begleiten, um die Ehre seines Vermächtnisses wiederherzustellen. Möge Talus euch leiten, mein Mädchen. Ja, super, du bist wieder, wir haben da tausend von Schildbrüdern und wir sollen da allein hinlaufen. Was willst du denn da drin? Irgendwas stimmt da nicht, gell? Ja? Was ist denn da? Fauler Sack, was hast du denn da jetzt? Da? Du hast einen Hunger oder was? Nee, dich nehme ich mit. Schauen, was du aushältst. Egal. Okay, schauen wir mal auf der Karte, wo wir da hin müssen. Leute. Das ist ja wirklich in der Pampa. Das nächste ist da, Hornigstadt. Okay. Na gut, wir werden da rauslaufen. Da links, Aela. Oh. Schatzi, du kommst auch noch zum Zug. Wir machen jetzt einmal die Partie fertig hier. Wir müssen da irgendwelche Hexen, na, das glaube ich doch nicht, verstehst? Und wir müssen da allein hin und ohne Plan und irgendwie, ja, das war. Das ist sicher ein Geheimauftrag und das dürfen wir offiziell, glaube ich, gar niemandem sagen. So, jetzt sind wir draußen und dann beamen wir uns nach Morgenstadt. Und Leute, ich sage euch gleich, da beamt sich wieder so ein blöder Drache hin. Ja. Und die Ladesequenz ist wirklich cool. So, Karte. Und wir müssen. Wo ist denn? Au, das ist extrem schluchtwinklig. Scheiß Ding. Echt. Wir laufen lieber durch die
Eben, ja. Da laufen wir hin, ja, Rolling Start. Ja, Leute, es nützt nichts. Wir haben gesagt, wir machen die ersten Fußwege einfach so, ja, und mein Gott, damit ihr auch was von der Gegend seht. Bis wir dort ankommen, glaube ich, ist doch das Video auch wieder vorbei. Ja, klar. Aber wir sind jetzt schon mal zu dritt. Und das kennen wir schon. Wir müssen jetzt darauf, darüber. Egal, wir laufen da mal. Und dann auch gleich querfeld ein. Wir haben da auch einen Zauber. Ja, Illusion, Hellsehen. Den richte ich mal gleich in die rechte Hand. Ja, da geradeaus. Aber wir könnten querfeld ein. Ja, scheiß drauf. Ich werde gleich mal. Dann können wir schneller laufen, ne? Weil unsere Heilung ja extrem cool ist. Die regeneriert ja auch die Ausdauer. Und schauen, ob der Hund und Feendal uns da auch folgen können. Ah, da oben gibt es, soweit ich weiß, eine coole Waffe. Da irgendwo. Ja, und da gibt es auch einen blöden Drachen. Ich muss da kurz auf die Feldbösen. Kann ja nicht sein. Okay, na, das. Wo ist denn der Drache? Ja, dann eben nicht, wenn du nicht glaubst. Da oben ist wer. Das dürfte ja ein ganz böser sein. Wir werden da gleich mal was raufhauen. Na, was haben wir da? Feuer, irgendwas Feuer, Feuer, Feuerball. Und schauen wir, ob wir den erwischen. Ah, ist ein Riese. Oh, na, den lassen wir. Wir müssen darüber. Riesen lassen wir und schauen, dass wir darüber kommen. Ja, wir kommen ja selbst über die kleinsten Steine nicht drüber. Ja. Ja, super, das wollte ich ja gar nicht. Und jetzt ist der Riese auch böse wahrscheinlich, ja, denke ich mir. Ja, wir hätten doch einen Weg nehmen sollen. Klar, da kommt unser Hund nicht drüber. Ha! Ja, klar. Darunter. Und ich muss den in die rechte Hand setzen, Leute. Ja, darunter kommen. Dass die Jungs uns folgen können. Hey Bär, wir machen das jetzt. Sollen wir mal zuschauen, wie unser Hund das macht. Wir haben das beschworene Schwert einmal, zweimal. Könnten wir das auch? Ja. Heilung anderer in die linke mal und. Komm her. Ist alles klar? Du bist ein Braver, echt wahr, muss ich sagen. Cool. Okay. So. Hellsehen in die linke. War wieder ein Fehler.
Ja, du bist ein Braver, du lenkst die ganzen Jungs echt ab. Aha. Da ist der Marker. Ich glaube, weit haben wir es nicht mehr. Doch. Schau mal auf der Karte nach. Ah, oh, wir haben es extrem weit noch. Das laufen wir noch schnell. Ja. So, wir müssen das anders machen. Ja, blöden Wölfe. Unser Hund ist cool. Ja, unser Hund, ey, fauler Sack, ja, danke vielmals, du bist extrem cool, Junge. Ja, okay. Wir laufen da einfach zu und ja, die Straße lang. Ich glaube, schneller geht es mit dem Pferd auch nicht. No? Marschiert weiter. Wer bist denn du? Geht weiter. Ja, lass mich in Ruhe. Ich sag's euch zum letzten Mal. Raus hier. Okay. Na gut. Wenn ihr unbedingt einen Kampf wollt, bekommt ihr einen. Ja, lass mich hier. Ja, ja. Ja, hier ist. Okay, Leute, es wird einfach zu lang. Ich kann euch da auch nicht helfen. Ich mache da einen kurzen Schnitt. Wir sind mittlerweile schon über 15, ja, 16, 17 Minuten. Und ja, wir speichern da ab. Und ich hoffe, es war nicht zu fad für euch. Wir werden uns da gleich wiedersehen bei diesen bösen Hexen. Euer Toso. Ja, unser fauler Sack, ja, Feendal und ja, unsere Tosita verabschieden sich. Ciao.